Zeuge, du wirst am 1.9. in München sein, oder liege ich da falsch? Ich bin in München, ja. Kann nicht garantieren, ob ich in der Arena sein werde, aber ich bin auf jeden Fall in München. Ich mache Couple-Watching mit meinem Bruder. Ey, alles klar, Sophie. Warte, was? Sophie macht Couple-Watching mit meinem Bruder? Saarland? Oder wieso Couple-Watching? Ey, danke der Tiamat. Vielen Dank für deinen Zeitmann, Liebe. Saarländer detected. Okay, Nani? Alarm. Okay, na gut. Tolkien, ich sitze gerade im Zug und mit inklusive des Lokführers sind alle zu Anwender sich verpflichtet. Ja, geh nach vorne zum Lokführer, zeig ihm gerade den meditierenden Faker und hab Spaß mit ihm. Let's get it. End up losing today, as well as that Kwangdong series. If KT beats DRX or if Kwangdong beats DRX, then they don't make it. Potentially. Chat, ich habe eine Frage. Mir wurde gerade geschrieben: Halt deine Fresse mit Saarland, du Maniac. Was ist Maniac? Ich kenne Maniac. Was ist Maniac? Halt die Fresse mit Saarland, du Maniac. Seit dann darf man keine Witze mehr über Saarländer machen, Chat. Darf man aber noch machen? Also, Saarländer können sich nicht wehren, so nämlich. Ich kenne nur Maniok. Oh. Das heißt so viel wie bescheuerter. Okay. Ist doch wird immer erlaubt sein. Got it. Got it. Ist eine Wurzel aus Peru, glaube ich. Kartoffelähnlich. Eine Wurzel aus Peru. Lecker. Ist türkisch für Gestörter. Oh. Okay. Na gut. That's fine. We take those. Heute darf man keine Witze mehr über irgendwas machen. Doch, darf man doch. Ist doch fein, mein Dudes. Oft genug machen wir uns über die einzelnen Bundesländer lustig, versuchen so viele Leute wie möglich zu offenden, sei es mit Weißwurst, mit Ketchup, Döner, mit Senf. Das wird dir mir immer wieder vorgeworfen. So, da kann man ja über irgendwelche Stereotypes ein wenig amüsieren mit Loilo-Humor. Rein ins Game, hoffentlich gewinnen wir kein Loilo-Gameplay. Brauchen nämlich dringend den Dub, schon genug drüber geredet. Über diese Verhältnisse. T1 ja wieder zurückgekehrt zu Senna Drafts und einem, sagen wir mal, Oldschool-Playstyle dieses Lineups. Yes. Was uns auch ja, zugute kommt. Wir spielen auf jeden Fall seitdem wieder solideres League of Legends. Und man muss ja auch sagen, auch wenn wir gegen Nordstrom 2-0 verloren haben, Nordstrom hat krass einen aufgespielt und sah heute gegen Damwon auch extrem gut aus. Für die Verhältnisse eines neunplatzierten Teams haben sie deutlich über den Erwartungen gespielt, aber T1 auf jeden Fall unter den Erwartungen. Und dieses Lineup hat aufgrund von verschiedenen Problemen aktuell zu kämpfen, sei es Covid, DDoS-Angriffen, Burnout. Sind auf jeden Fall deutlich schlechter als vorher, wird eine Menge Gründe dafür geben. Wir alle wissen, wofür dieses Lineup oder wozu dieses Lineup in der Lage ist, was das Potenzial ist, aber aktuell schaffen sie es halt nicht. Meta-Shift kommt auch Faker sehr zugute, wenn 14-16 erreicht wird, dann wird es allen Mage-Mitländern gut tun, die Mage-Buffs. Nicht nur Faker, auch wissen wir auch allen anderen Mitländern in Korea, die lieben die Mages. Aber ja, 14-16 ist ja der LCK-Playoffs-Patch, also in zwei Wochen beginnen die LCK-Playoffs. Das heißt, sind die einzige große Region, die nicht auf diesem Patch spielt. Auf 14-15 Playoffs, sowie halt LEC und LPL. Und das wird, glaube ich, T1 sehr, sehr helfen, aber bis dahin ist noch ein weiter Weg. Alrighty. Viele von unseren klassischen First Picks sind gebannt worden. Aurora vor allem als letzter Champion den Faker ja schon aufgespielt hat. Mir würde es jetzt am besten gefallen, wenn wir eigentlich eine Ezreal Draft angespielt würden, sehen für Envy. Aber dann gegen Guma Contest hat Ezreal jetzt nicht wirklich. Und warte, Instalock für Zeus, für Faker. Faker, Instalock Dion! Aber wäre auch eine tolle Rotation, by the way. Auf dem Patch 14-15, Lilia zu securen, ist crazy. Und Faker hier auf Vion nochmal zu beobachten, wird Spaß machen. Natürlich, Intimon hat oftmals vor allem Zeus diesen Charakter geführt. Aber gegen Corki, das ist hier uns bestes Matchup. Also es wird safe Faker Mitte sein, der diesen Charakter jetzt hier auch spielt. Und Lilia von Ona, sehr sexy Champion. Ich liebe Lilia, ist mein Lieblings-Epi-Jungler aktuell nach den Changes. Wird sie immer am geilsten haben, weil du spielst halt nicht komplett Mage und bist dadurch nicht komplett squishy. Aber bist noch nicht jetzt wirklich komplett in Frontline oder sowas. Aber du hast ein bisschen Engage-Möglichkeiten mit dieser Art Draft. Und Lilia ist einfach sehr fun zum Zugucken. Jo und Yasuo wurden beide gebufft. Eine Mortal Steel macht mehr Damage auf Level 9. Das heißt, der Jon hat da 20 Base Damage höher, was echt crazy ist. Und die Ult hat auch im Early Game, im Late Game dafür mehr Cooldown, aber das Early Game ist um einige stärker. Was geil ist, also einfach Buffs. Und dann auch mit so Changes wie Mortal Reminder, das sehen wir aktuell zu. Kill habe ich auch gestern nochmal nachgeguckt, relativ viel gespielt hat. Yes. Von daher gespannt darauf, wie Faker's Jon aussehen wird. In Midlane sehen wir den Charakter von T1, wie gesagt, selten. Danke, Schiller Schuh, für den Sub. Danke, Ron Klamm. Ich freue mich, jedes Mal deinen Stream einzuschalten, kleiner als 3. Welches Game ist das erste? Ja, das ist das erste Game heute zwischen T1 und Nongshim, Bro.
Miss Fortune. Und T100 hat bisher auch alles geinstallockt. Keine halbe Sekunde gewartet, alles ist straight angelockt. Let's get it. All you need is Bro, Dominik. Du kannst heute mal für T1 sein, mein Freund. Ja, die Bros sind eh nicht in Playoffs drin. We should be good, we should be good. T1 hat Pläne. Haben sie die Pläne auch instant umgesetzt. Jetzt noch LeBlanc-Bann. Warte, LeBlanc-Bann? Warum bannen wir LeBlanc? Die Gegner haben Corki Ezreal. Wir respekten Corki Top-Lane. Ja, die EZK-Kommentatorin nimmt auch über Corki Flexpick Top-Lane. Ich glaube nicht, dass es jemals eine Welt gab, in der Corki Top-Lane gespielt wird, aber okay. Vielleicht weiß T1 was aus Scrim ist, was wir nicht wissen. Chrysanthe Bann gegen Zeus, also auch die rechnen hier fest mit Faker Sion. Was noch nicht gar nicht fest Faker Sion ist, also Faker hat in seiner Karriere ein Game Sion gespielt. Hat er verloren gegen Hanwha vor anderthalb Jahren. Aber natürlich gegen Corki wäre der Pflichtpick und Jon ist auch so gebufft worden. Und vielleicht hat er früher gesagt, der Lieblings-Champion ist Yasuo. Yasuo hat er erst vor ein paar Monaten gespielt. Und Jon ist Yasuo in mancherlei Hinsicht sehr, sehr ähnlich, zumindest im Early Game. Müssen beide Champions ausharren und scalen, aber Jon macht es um einiges besser als Yasuo. Er ist stand einfach hoch und shieldet sich, hielt sich, wartet ab mit Doran Schildzänger Wins. He should be good. Danke der Noble Knight. Vielen Dank für den Sub. Danke für den 11. Danke dir. Ich glaube, eigentlich im Pro-Play muss jeder Spieler seine Settings immer selbst per Hand einstellen oder läuft es über eine Settings-Datei? Ja, du hast einfach einen Account und der speichert deine Settings. Da musst du deine Settings nicht ändern. Seit wann hat Owner eigentlich wieder schwarze Haare? Seit knapp einem Monat hat Owner sich die Haare wieder schwarz zurückgefärbt. Von blond zurück zu seiner Naturhaarfarbe. Warum hat er eine Maske auf? Bei T1 wurde Faker Covid positiv getestet, deswegen tragen die Masken auf der Bühne. Danke der Noble Knight, vielen Dank für den 11. Und nein, kein TF bitte. Do not 10th pick. Ja, nein, nein, einfach einen Frontliner. Wir spielen jetzt einfach einen soliden Frontline-Champion. Jace geht nicht, der ist gebannt gegen Cannon. Gegen Cannon wäre natürlich Jace sonst nice. Na, mag ich nicht so sehr gegen Cannon. Aber ist immerhin so ein halber Frontliner. Und dann bitte jetzt kein Range Squishy Champion. Na, kann so halbwegs beides, das ist okay. Die Hybrid-Variation lassen wir durchgehen. Sylas top. Okay, wir kriegen einen Hard-Counter-Matchup oben. Ist auch ein geiler Champion gegen Cannon. Auch ein geiler Champion gegen Sejuani. Aber man muss sich mal bei Sylas fragen, wann kopiert er die Passive mit? Im Fall von Cannon kopiert er die Passive mit, deswegen kann Leute betäuben mit der Cannon Ult. Das heißt, die Sylas Ult ist deutlich wertvoller für. Also zum Beispiel bei Vel'Koz ist es so, wenn Sylas die Vel'Koz Ult klaut, kopiert er die Passive nicht mit und macht keinen True Damage mit der Ult. Deswegen ist die Ult recht useless. Aber bei Cannon kopiert er die Passive mit und stunt dich deswegen. Also sehr, sehr wichtig, das zu wissen. Wenn Sylas keine Top-Lane sehr viel Damage machen, sehr viel Meter machen, das ist ein guter Counter-Pick gegen Cannon. Viele Teams haben darüber nachgedacht, wie counter man Cannon. Und ich wundere mich, dass die Antwort für einige Sylas zu sein scheint, oder dass für T1 der Sylas ist. Ich hätte gedacht, irgendwann sehen wir mal Vladimir. Vladimir mit Cosmic Drive Changes ist sehr gut gegen Cannon. Würde mich freuen, den Charakter zu kommentieren. Ich selbst spiele ihn unglaublich gerne aktuell, auch viele Games Solo-Kühe gezockt. Und T1 hat damit eine wilde Teamfight-Comp. Lilia, Sylas, Yone. Also Topside, 3 Melees, 3 Playmaker mit vielen Optionen, was T1 sehr entgegenkommt. Diese, sagen wir mal, stumpfen in die Carry-Picks, wo wir einfach nur darauf warten, Late-Camp zu spielen, haben uns nicht so sehr geholfen. Wie dann Top-Lane mit Twisted Fate und Co., noch in Mid-Lane mit Korkatastana und Co. Playmaking kommt uns sehr entgegen und davon haben wir jetzt fast schon zu viel gefühlt. Aber ja, Sejuani Ult klauen für Sylas ist wahrscheinlich später fast der beste Play. Klaus die Ult, wirfst sie auf Leute rauf und wirst glücklich. And then we're da Gucci. Cannon Ult, Sejuani Ult werden die beiden besten Ults für ihn sein und er braucht nur 2. Mehr Ults braucht Sylas nicht, vom Cooldown her. Es wäre doch besser, wenn Faker Sylas spielt und Zeus Yone und sie dann swappen oder nicht. Kommt drauf an. Ne? Also oftmals ist es besser, den Midlaner Midlane zu behalten, Toplaner Toplaner, einfach weil Timings anders sind. Also in der damaligen Zeit, 2018, 2019, da habe ich auch sehr viel Midlane geswappt mit meinem damaligen Midlane, aber das war eine andere Ära. Also die Minimaves haben sich halt anders verhalten als heutzutage und du wurdest nicht so viel von Supports gegankt. Also viele Toplaner, wenn sie Offroad Mitte spielen, werden absurd viel von Supports getötet, weil sie die Roams unterschätzen. Und viele Midlaner sind sehr, 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 sehr schlecht darin, Topwaves zu managen, weil die Lane so lang ist und sie deswegen so ein bisschen den Kopf verlieren und gar nicht wissen, wie sie's, wann sie reinpushen dürfen und wann nicht. Also no joke, Midlaner sind eigentlich vom Wave-Management-Verhältnis her bei weitem die most low-Elo-Spieler. Von allen Rollen, also im Gegensatz Top-Lane und AD Carry, weil sie einfach das nie lernen mussten und nie lernen sollten. Weil Midlane ist halt einfach deine Wave-Verhältnisse, du pushst halt rein. In Pro-Play 90% der Zeit solltest du einfach pushen und nicht freezen. Und dann
entweder Roam gehen oder chillen gehen. Mit Items wie Lost Chapter auf Champions wie Orianna, Victor, die hat die Wave One Hit und Azeroth, ist es auch einfach immer der Playstyle gewesen. Deswegen den Midlaner auf Toplane zu haben, kann ihn super angreifbar machen und Toplaner auf Midlane auch, weil wir dumm sind und an Support-Gang sterben. Weil wenn ich Mitte spiele, ich sterbe immer an Supports. Danke dir, Tiltgard. Vielen Dank für den Zap, mal willkommen. Ich bin aus Holland Urlaub zurück. Darf mein Primese bei dir unterkommen? Ja, natürlich darf der Primese bei mir unterkommen. Liebe Bro, vielen Dank für den 10. T1 ist jetzt bei einem halben Lane-Swap dabei, was ich nicht verstehe. Ich kann es mir nur erklären, dass gleich Miss Fortune Bot dann rennt. T1 dachte, dass Bro Lane-Swappen würde. Und jetzt, wo Bro nicht Lane-Swappt, Lane-Swappen wir zurück, oder? Weil wir wollen doch eigentlich Sylas gegen Cannon haben. Oder warum wollen wir jetzt swappen? Wir haben 10th Pick Sylas gepickt, um zu Lane-Swappen. Wieso? Miss Fortune Rell ist auch fein gegen Ezreal Rakan. Warum swappen wir? Was ist die Idee dahinter? Es ist irgend so ein Ding von, ich spiele Miss Fortune, ich sprinte über die ganze Karte, deswegen habe ich einen Vorteil beim Lane-Swap, weil ich halt so schnell renne. Aber jetzt Lane, Zeus und Guma Toplane zu zweit. Faker landet hier gegen Polo und gegen Fate und ich verstehe es gar nicht. Also, was ist der Hintergrund? Gegen der Verwirren, also ich bin auch mega verwirrt. Eigentlich müsste jetzt Zeus Bot TP'en. Zeus müsste jetzt hier Bot TP'en, die Wave catchen, der kann nicht gedived werden. Aber scheinbar wollen wir Toplane diven, aber wir können auch nicht, denn Polo ist da. Jetzt TP einfach Botlane, Zeus. TP Botlane, hol dir die Wave. Ist eine dicke. Ist eine sehr dicke, hol dir die Wave bitte. Ja, danke, sehr gut. Sehr weirder Lane-Swap. Am Ende kriegen wir halt allen Farmen für Zeus, alle XP. Das ist nicht schlecht, aber dasselbe gilt ja auch für Morgan. Denn er kriegt ebenfalls die gesamte Wave gecatcht, also am Ende verlieren wir Teleport. Wir wollen jetzt trotzdem diven gehen. Wir können nicht diven, wir geben Kira's Level 1. Machen noch keinen Damage auf Top-Land-Turret, weil der halt einen Debuff hat. Heißt, unten kriegt man eine Platte für Envy. Und der Swap ist einfach für mich nicht nachvollziehbar, weil sowohl Bot-Land-Matchup gut für uns ist, als auch Top-Land-Matchup ist jetzt nicht gut im Early-Game gegen Cannon. Sylas würde schon leiden im Early. Im Vergleich zu Cannon als Range-Champions wird Doran's Blade immer listig. Aber du hast das 10th Pick-Matchup ja gewählt, weil du 1v1 spielen willst und dominieren wolltest. Also ich denke, T1 dachte, die Lane-Swappen. Kannst du mich anders erklären? Wir müssen gedacht haben, die Lane-Swappen und deswegen wollen wir Top-Land fighten. Und wollten deren Lane-Swap predikten und haben jetzt im Endeffekt einen relativ even Game erzeugt. Also die Gegner kriegen eine Platte, aber ansonsten kriegen alle beide Top-Liner kriegen Farben. Beide die Carries kriegen Gold von Minions und einer die Carries kriegt da plus 125 Gold von der Platte hier unten. Aber jetzt nicht irgendwie Game-Winning oder Game-Losing. Na, jetzt wird Zeus noch gecovert auf dem Dive, das ist auch komplett in Ordnung. Er kann nicht gedived werden, 2 gegen 3, ist Level 4. Kyria ist da, das wird Brown niemals machen. Von daher ist am Ende einfach das Ganze ganz recht even, aber vielleicht diven wir Top-Lane. Okay, Owner ist going for it, wir können auch nicht diven, oder? Lord Morgan noch Level 3 und der ist dead. Nice, wir können diven. Okay, wenn das, also okay. Wenn T1 so fucking cracked ist, dass sie es bis hierhin durchkalkuliert haben, dann sind wir einfach wieder Faker auf Crack. Also wirklich, das ist doch verrückt. Wenn wir das wirklich kalkuliert hätten, dass wir Minute 4 dann diven dürfen, weil die Bros den Kopf verlieren. Aber ich habe wirklich das, was der Chat geschrieben hat, gerade korrekt. Vielleicht war das Ziel primär auch irgendwie Bro zu verwirren und darauf hoffen, dass sie einen Makrofehler machen. Am Ende ist natürlich Cannon immer leichter zu diven als Sylas. Er ist halt weniger mobil und weniger Heilung. Trotzdem verrückt, dass das so geklappt hat und dass es halt vor allem auch so spät geklappt hat. Am Ende also ein kleiner Win im First Blood Department. Aber halt eben Botten geht jetzt eine Wave halbwegs verloren. Ich meine, Kyria kriegt sie also nicht wirklich verloren. Und Guma hat First Blood mit Pickaxe. Guter Win eigentlich. Not bad. Deine Nendrien, dein Gran Arm Nutella und Captain Obox. Marex, Chilling Surfer und Goethe. Dein Gran, was los, Brüder und Hildegard? T1 Fighting indeed. Anwesend RHK, grüß dich, Bro. Hast noch pünktlich geschafft. Schön, dich hier am Start zu wissen. Auch Brian anwesend und Night Dance. Sweet Like Donuts, Ikea, Headboy, Internation, Lord Martin, Burglar, Simeon. Geilheitsstreifen, Guardian, Kiam, Draxiel, Kudok. Liebe Chat, dass ihr auch in Zeiten von T1s strauchelnder Phase an Start seid und supportet. Erinnert sich an das letzte Jahr, aber dieses Jahr wird sich die Geschichte wiederholen. Wir schaffen Playoffs, werden auch knapp und dann wird alles wieder wie immer und wir kommen gegen Gen.G ins Finale und verlieren dann da. Und dann werden wir glücklich. Das ist okay. Das ist immer so. Kubo, wir sind mit einem guten Sidestep. Paulo ist sehr gechunkt. Ist Paulo hier gezwungen zu flashen? Er ist trotzdem dead. Guma Yuzi. Double Up Kill. Die Kugel fliegt Rakan hinterher und trifft ihn in den Rücken. Seine Flügel brechen ab. Er fällt auf den Boden und stirbt. Damit 2-0 Guma Yuzi im Early Game jetzt schon sehr, 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 sehr schnell, sehr, sehr stark. Das lieben wir. Eine starke Miss Fortune, die das Game dominieren kann, ist geil. Jetzt hoppt er in ein weiteres Gang-Szenario. Beide Seiten noch Level 5. Keine mit Ult dabei, aber angeflasht auf Zeus. Zeus lebt noch. Zeus überlebt.
Aber ohne da finde ich weiter fighten einfach raus, dass Seos überlebt hat, ist allein schon, das ist frech. Sehr, sehr close. Wichtig, dass er überleben darf. Wenn da stirbt, die ganze Wave droppt, ist alles terrible, jetzt würde die Wave nicht wirklich droppen müssen. Ona kann sie theoretisch noch einsammeln, will aber scheinbar auch nicht Wave einsammeln, warum nicht? Ona sagt, dass seine Zeit nicht wert, er will aber woanders gehen. Schöne Ult von Felgerinski, buffert den gegen den CC, hat sie aber leider verfehlt. Trotzdem gute Ult, gegen CC zu time, folgt, dass sie dann niemanden hittet. Wenn die hittet, kann vielleicht Kira reinjumpen und wir töten Porto nochmal. Schade, dass es nicht geklappt hat. Jetzt Ona Mitte, ich hätte lieber Top-Wave gefarmt an seiner Stadt. Aber ich habe wirklich die Idee, Mitte zu einem Kill zu traden oder zu holen und dann Drake zu fighten oder Volcap zu fighten. Felker mit toller Reaktionszeit auf der Ult, aber schlecht platzierter Ult. Am Ende also ohne Ertrag. Das Fate sealed. Fliegt ins Nichts. Danke der Black Guy. Na, von den Zappen, Liebe. Ist kein Untergang, keineswegs. Early Game läuft super. Und Felker geht nach vorne, tradet gegen Fate, soll dann wieder rausgehen. Schön. Wartet sehr geduldig mit Solan Bound, jumpt wieder rein, geht wieder raus. Nice. Oh, das ist ein wenig overaggressive, Fekalinski. Aber what is he doing? Also das Q nach vorne, also, okay. Ist Sivan jetzt einfach an dem Punkt der wütenden Verzweiflung, oder? Die Draft war schon wild letzte Woche, oder am Freitag jetzt nochmal, Faker jumpt rein ins Gesicht von Sejuani, wird gotet, überlebt das trotzdem und spielt wie, also das ist crazy, ne? Dass er gerade all das gemacht hat und trotzdem noch die Wave pushen darf, ist crazy. Aber gut, Fade hat gar keinen Mana mehr. Das heißt, Faker trotz ziemlich overaggressive Play gerade, verliert zwar nur Flash, kriegt trotzdem Wave Prio und damit auch den Drachen gesichert. Also am Ende fein, wenn auch Flash-Verlust nicht Spaß macht zu opfern. Es ist kein großer Verlust. Crazy, da so zu spielen, doch. Das sah sehr, sehr Madman aus. Deine Mythos, Finder von den Zapmann, Liebe für den Sechsten. I don't want to guess too early, but we don't see a lot of top Silases in our league, so he's gonna offer him some more damage here in the lane if he hits Morgan, which is a challenge. Yeah, I mean, if you think about it, if he's trying to be, you know, the rat clone. Yeah, no, you know, I mean, it not better Gnar, but better Kennen. You know, just rocket belt in, just like Kennen. It's really unfortunate though that he's, you know, his teleport wasn't back up. He's significantly behind in farm now. The wave is not in a great spot for him. And obviously they don't have vision of where Young Jay is right now, so it is very scary for him. The Hextech Alternator in its... Ich will nicht so lange, aber ich fühle den Salas Top nicht so sehr. Auch Salas Top ist geil gegen Kennen. Vertrau auf Zeus, er hat später One-Shot-Potenzial. Hier unten in diesem One-Shot, trust in Silas. Aber ich habe das Gefühl, der glitch Bane First Item. Ist das der Weg? Protobell ist echt nicht so geil. Litchi Baney oder... Weißt du, der Winkel? Nein, der SLTK. Vielen Dank für den Sub, Mann. Lieber Bro, vielen Dank für den Resub. Anwesend an Anfang, glaube ich dir. Wenn jemand subbt und sagt, dass er Anfang da, dann ne, ist wie so ein Ablassbrief bei der katholischen Kirche. Ich glaube dir einfach, Trust. Dir sei vergeben. Zeus zu vertrauen ist nach der letzten Series nicht so einfach. Ja, Zeus hat generell dieses Jahr bisher underperformed. Aber, you know, mit Spicy Picks und Outplay Champions wie Sylas, Aatrox, Yone und solchen Charakteren allgemein hat er geglänzt, hat er auch beeindruckt und immer wieder ist er damit aufgepoppt. Also glauben wir einfach daran und vertrauen ihm bei diesem Pick. Ist auch wie gesagt gegen Sylas nicht komplett, gegen Ken nicht komplett neu. Haben wir schon des Öfteren gesehen. Beziehungsweise die Idee dahinter ist eine sehr transparente. Klaus eine geile Ult, hat geile All-Ins. Und Kennen hat eine sehr überschaubare Anzahl an Damage. Das heißt, wenn du dich ein bisschen hochsustainst mit Kingslayer, hat Kennen nicht genug Schaden, dich zu töten mit Ult und allem. Also ist fein. Ona muss vielleicht die Ult flashen, macht er auch. Wenn du da nämlich jetzt gleich 2 gegen 4 spielst, bist du tot. Envy war bereits auf dem Weg, Polo war bereits auf dem Weg, selbiges gilt für Fate, also dann ist die Joanne Ult, dann wärst du straight tot gegen 4 Mann. Wichtiger Flash. Top wird hier nicht geopfert, man hat Teleport, aber warum will Zeus hier basen? Hat er Mercs oder warum geht er base? Mercs gegen Sejuani und Kennen wäre schon geil, aber er ist gebased für einen Null-Magic-Mantel. Den Recall-TP fühle ich gar nicht von Zeus. Er war half-HP, hätte easy noch die Wave haben sollen und okay, wenn er Mercs hat, dann vielleicht okay. Aber Null-Magic-Mantel reicht aus meiner Sicht nicht aus, um einen solchen Recall zu rechtfertigen. Ja, mag ich nicht. Was ich aber mag, ist Fakers Gameplay gerade. Die Südi chilling. Kriegt hier mehr Farm als oftmals bei Corki gegen Yone üblich ist. Wir haben ja sehr, sehr oft gesehen, dass Corki gegen Yone den Yone chunkt und sogar Platten anspielen kann. Ihm Minions the Night, aber hier... Ist Faker Rinzi sogar leicht in CS vorne mit 2 Vasallen.
Schild. Fade cool, damit wir das nicht abused oder sowas. Einfach ganz entspannt weitermachen und darauf warten, dass Gumayusi hier auf der gefiederten Miss Fortune einfach Platten holt, vielleicht irgendwie reinrotieren darf, wenn er die Topside der Karte ihr Ding macht. Ein Wolkap hier stibitzen und reinhauen wäre ein Play, aber mehr fühle ich nicht. Ich würde keinen Wolkap-Fight hier fühlen, Boys. So stark sind wir nicht. Wir haben keinen Power Spike und auch keine Position, die wir halten. Ja, also diesen Fight kann Envy nicht gewinnen. Was Envy dabei denkt, überhaupt zu traden, ist crazy. Guma Blutduster, also allen Schaden, den du machst, sustaint er eh wieder hoch. Ja, hier ist really chilling. Und Guma will sogar diven gehen und darf er das? Hat er genug Mana für noch genug, für noch, ja, hat einen Cookie eingeworfen, hat noch einen. Kann ich einfach hinlaufen, Alter der Q drücken und er ist tot? Ich glaube, er hätte so reinfischen Alter der Q'en können, oder? Also, es wird keine Barriere, er spielt Cleanse. Er hätte ein leichter Dive werden können, aber jetzt ist Kerea da zum Diven, guckt auf Kerea, der jumpt euch über die Wand rüber. 3, 2, 1. Wow, Envy mit dicken Klöten, dass er da den Recon nicht cancelt. Trotzdem terrible für Envy auf Botlane, er verliert so viel. Überhaupt zu traden war ein riesiger Fehler gegen Guma, der viel zu gefeedet ist. Du tradest nicht mit Fade, Sheen gegen Blutduster, aber he did. Es sind einem der vier Platten weg und Envy darf gerade so mit dem Leben davonkommen. Yes, yes. Sehr ruhiges Early Game trotz allem. Zwei Kills für Gumayusi, einer beim Dive, einer beim Botlane 2v2. Aber viel passiert nicht ansonsten. Ein Traden der Objectives hat basically stattgefunden. Erster Drake für die ersten Void-Goobies. T1 hat immer 2 von 3 Void-Goobies erhalten. Gleaming Quill hat einen geklaut, aber es ist nicht das Ende der Welt. Der Drachenfight jetzt wird interessant werden, weil eigentlich, also eigentlich gibt es keinen Fight. Bro kann nicht contesten auf Botside. Wo immer Guma gerade ist, sollten sie aber nicht kämpfen. Machen sie auch nichts, versuchen Top-Lane zu crossmappen und Zeus zu diven. Kerea beantwortet es aber. Kerea sollte gleich Top-Lane zusprinten. Kerea, renn einfach Top-Lane bitte. Wir klauen Cannon Ult und wir haben noch keine Mercs. Trotzdem soll mit Cannon Ult es fein sein. Wir werden ja auch tanky damit. Schöne Ults. Ja, Doppel-Ult leider und er kann sich nicht bewegen. Und noch eine E. Ja, und Kerea ist da. Geil. 1-2-1 straight ist fein. Wenn Kerea früher da ist, dann ist es ein 2-0, I think. Aber auch so ist es in Ordnung. Und wenn jetzt gleich Zeus Mercs hat, er wird so OP werden. Protobelt gekauft mit diesem Kill und Assist. Gleich wird er für Mercs Finish gehen und er wird sehr, sehr, sehr stark sein. Also der Sylas, gerade eben ja schon unfassbar tanky. Wie gesagt, er klaut Cannons Passive mit, er klaut auch die Resistenzen, die Cannon hat während Ult mit. Ist auch Teil der Ult. Wenn Cannon ultet, dann hat er halt noch zusätzlich MR und Armor. Das heißt, er ist sehr schwer zu töten währenddessen. Selbiges gilt für Sylas. Eine der besten Ults, die man haben kann. Aber so ein Ding, ne? wenn Sylas Nico ult oder Cannon ult klaut, dann denkt man sich so, Bruder, ich könnte einfach, also Cannon und Nico ult sind beide so OP auf Sylas. Dann war der viel bessere Champion mit dieser Art Spell. Denn weder Nico noch Cannon sind ja als Melee-Champions designed. Das heißt, ihre Schwäche ist es, mit Ult reingehen zu müssen. Und die müssen halt irgendwie ausgleichen. Boah, Sylas liebt die Melee-Fights und diese Schwäche hat er halt eben nicht. Nice auf Topside. Kirik hat einen Kill zurückgetradet. Verteidigt den Turret damit auch. Währenddessen haben wir den Drake geholt. Und werden immer glücklicher rund um Gumayusi. Ja, gleich Richtung Infinity Edge geht, oder was wird das? Er hat schon 3000 Damage an Turrets gemacht. Und er wird nicht aufhören. Jetzt sind es schon 4000 nach dem Chunky auf mit dem Turm. Nice, nice. Guma doesn't exist, and we're gonna do other stuff on the other side of the map. And meanwhile, Guma's just like taking free turrets. Yeah, you know, he is hard existing. Ist Cannon ult wie Morgana ult? Nee. Die beiden Spells haben nicht viel miteinander gemeinsam. Yeah, trying to set up the sleep on a Yongjae and get something out of it, but Yongjae just kind of dashes away and eventually gets some peel from Paulus. Ich will einen F-Triple Kill sehen. Ja, dafür brauchst du auf jeden Fall gute Teamfight-Vorbereitung und die hat sie auch. Ja, schon oft überall die Kombos geredet mit Miss Fortune, unter anderem das Einschläfern der Lilia. Miss Fortune holt weg die Gegner da nicht auf. Wenn man es korrekt timet, kann Miss Fortune mit der Bullet Time zuerst angreifen, dann einschläfern und einfach ja, eine riesige Ult. Aber natürlich deutlich mehr konsistent als diese Ult-Kombination ist aber rell. Miss Fortune, Magnetsturm, Crashdown, Explosion oder auch sowas wie Yone Ult, Sylas Cannon Ult und dann Miss Fortune Explosion. Oben ult sie gerade Morgan rein, noch kann sein Ult nicht geklaut werden, deswegen ist er fein. Dann wird noch so ca. 40 Sekunden, dann hat also Sylas quasi keine eigene Ult. Außer er klaut die Ult eines anderen Charakters. Aber Cannon ist aktuell noch nicht anfassbar, noch nicht. Also kann die Ult noch nicht klauen. Aber doch kein Problem da oben. Er chillt komplett, geht jetzt hier Base, hat hoffentlich endlich Mercs fertig. Da sind die Mercs. Faker währenddessen mit Botlane All-In, aber wieder schön getimte Ult. Muss aber vielleicht ein bisschen zügiger flashen, Fakerinski. Der Flash ein wenig sehr spät für meinen Geschmack. Trotzdem lebt er noch und er schafft es rauszukommen.
Dank des Movement Speeds von Blazer Rune King, wenn ich es korrekt gesehen habe. Oder war es noch Fleet Footwork? Auf jeden Fall rennt er raus. Ja, gut reagiert von Faker mit Ult. Flash bisschen lang gehalten und wiederlebt auf einem HP. Wellpad an den Unkillable Demon King. Darf hier leben, wenn auch wieder sehr, sehr knapp. Das Boardwave ist auch fein. Herald geht deswegen jetzt an Owner. Und Playoffs werden immer greifbarer. Wenn wir hier gewinnen, sind wir zu 98% in Playoffs drin. Heißt, in allen Szenarien ist T1 zu 98% bei Playoffs dabei. Aber in 2% auch nicht. Die Szenarien sind dann wahrscheinlich sowas wie, wenn jetzt T1 alles verliert und immer 0-2 geht, dann sind sie nicht durch. Aber wenn sie mal 1-2 verlieren, dann kommen wir auf diese 98% und so weiter. Weil im Endeffekt spielt ja auch Game Count eine große Rolle, wenn es um Tiebreaker geht. Wie oft hast du 2-0 gewonnen, wie oft hast du 2-1 gewonnen oder auch 1-2 verloren. Die Wins zählen halt immer rein. And we need the dubs. Wir sehen nochmal den Dive. Slicing Maelstrom auf beiden Seiten, sehr wertvoll, aber Zeus schafft es, den zu casten, bevor er CC'd wird, was richtig wichtig ist, damit er halt so tanky wie möglich wird. Nehmen noch, dass er die W durchkriegt, gibt halt Kira den Kill. Hätte also auf jeden Fall der Cannon rausfaschen können, nachdem er den Ding ins Hütte, den Zahlers, aber so war er noch CC'd. Oder dann von der Rell nochmal Chain CC'd. Nicht schlecht. War anscheinend denn komplett, ob T1 zu den Worlds fahren in Playoffs. Also das ist gerade die LCK Regular Season. Wenn T1 hier gewinnt, dann ist die nächste Woche die letzte Woche so oder so. Wenn sie gewinnt, wäre halt wertvoll. Nächste Woche sind die beiden letzten Spieltage für alle Teams. Und dann beginnen die Playoffs am 23. August. Und wer da gewinnt, fährt zu Worlds. Junge, er ist so tanky, ne? Look at this shit. Mercs gegen drei Magic Damage Champions. Faker wird jetzt Morgan zu holen. Hat er genug Schaden? Noch eine Q bräuchte er. Scheiße. Schöner CC aber von Rakan. Polo CC'er Faker durch und deswegen kommt er nicht in Reichweite für noch mehr Damage. Ärgerlich, dass das kein 1-1 wird. Hätte Faker, glaube ich, ein bisschen früher schon queuen dürfen, anstatt nur anzulaufen und zu Auto-Attacken. Wellpad aber an Morgan und auch an Polo mit einem guten CC wehren sie sich und kriegen einen Kill für nichts am Ende. Kriegen so noch der P oben drauf. Wellpad an die Homies von Bro. Aber trotzdem krass, wie Tanky jetzt schon Zahlers würde. Also Zahlers sieht schon sehr, sehr stark aus. Wenn er noch ein bisschen mehr Zeit kriegt, gehen die ganzen AP-Bums. Vielleicht noch später Banshees werden oder sowas gehen, nachdem er die andere Seite wird sehr, sehr stark sein. Wenn wir drei Champions diving in, die alles am Engine Damage machen. Mercs und Ult geben ihm sehr viel MR. Gerade Level 2 Ult von Cannon ja auch schon. Er lebt so lange. Kingslayer ist ihn hochzustellen. Das war sogar gegen Anti hier von Morgan. Und hier, wenn ich einfach jetzt schon Q, statt ranzulaufen, hätte ihn wahrscheinlich gekillt. Er wollte halt das so schwer wie möglich machen, für Morgan zu sidesteppen. Und am Ende ist Fakers letzte Q nicht mehr in Reichweite, um ihn zu töten. Schade. Wäre ein guter 1-2-1-Tötet geworden ansonsten. Ja, und Bro ist einfach wirklich dabei, die ganze Zeit von Gumayusi so weit, wie sie können, wegzuspielen. Und T1 macht es auch nicht so geil, Gumayusi im Game zu inkludieren. Beziehungsweise, I mean, eigentlich trollig, die Aussage stimmt gar nicht von mir. Sie haben es geschafft, mit Gumayusi mit Turm und Bottom zu kriegen und drei Drachen. Also sie haben Gumayusi fein inkludiert. Und dafür Toplane einiges verloren. Aber juckt T1 nicht wirklich, ist nur Toplane. Wenn du dafür der Zoo Point hast, bereits vor der 20. Minute ist Soul Point da. Sehr, sehr, sehr früh im Game, also das freut uns. Das ist super. Das ist nicht bad. Not bad, not bad. Guma is gonna abuse you. He's gonna hit that turret. He can push the wave insanely fast. So you know, it's Envy is just respecting that at this point in time. I mean, against the IE, if he gets hit by, you know, two or three autos, he's just out of the lane. So he has to sit back and just kind of farm it up. He can't be using his Qs to trade because he has to kill the minions. He's going to do so safely under turret. Gumok hat Lane. Du bist leider nicht pünktlich. Das ist ein Bonk. Tut mir leid. 5 Minuten. Na, reingehauen. Oh, scheiße. Ich habe Hyperusen aus Versehen getimeoutet. Ich habe gemisklickt. Sorry, Bro. My bad. Hyperusen. Es tut mir leid. Warte. Bist frei. Du bist frei, mein Freund. Sorry. Ich habe gemisklickt. Ich wollte gerade Lane timeouten. Fliege, Hyperusen! Sei frei! Es tut mir leid, mein Dude. Okay, er ist back in business. Kalen zu spät, es ist Minute 20, Minute 15. Das kulante akademische Viertel ist zu Ende. Hast du ihm eine Socke geschenkt? Yep. In einem Buch getarnt. Hyperusen ist frei! Danke dir, Felix. Vielen Dank, Fans, hat man. Willkommen, liebe Bro. But yeah, Guma is just so strong. I feel like basically for Bro, they have a lot of CC, they have a lot of follow up with their dive. So, Faded Ashes Salas auf bestem Weg Richtung Leandris. Kann ich einfach morgen all in? Also in meinem naiven Kopf ein flashloser Cannon
Du klaust seine Ult, Protobelt ist Flash auf ihn rauf, Ace auf ihn und one-hit ihn einfach mit dem Silas aktuell. Ich glaube, das könnte Zeus auch machen, wenn er selbstbewusst wäre. Aber andererseits, sein Play ist auch nicht schlecht. Er pusht Botwave und shiftet zuerst in Mitte rein. Also kann das Mitte auch zuerst Priorität übernehmen und dann Top-In reinschiften. Währenddessen Spawn wäre eigentlich der Play ist fucking sexy. Ich liebe solche Plays. Wir spielen drei Lanes zeitgleich. Zeus spielt Mitte und Botlane, währenddessen Harold Top-Lane. Jetzt muss Bro auf alles reagieren und kann auf gar nichts antworten. Von daher so eine Midwave, eine Botwave und Top-Lane charge der Turm durch. Jetzt reagieren sie trotzdem komplett zu fünft auf den zweiten Turm. Kennen möchte teleportieren. Morgan hat aber nicht die besten Flank Wards. Ja, also ich hätte tatsächlich noch mal mehr gefühlt, wenn Zeus Mitte geblieben wäre und den Mitturm gehittet hätte. Einfach nur, bis sich irgendwer zeigt, Mitte bleiben und sobald jemand kommt, einfach raus, ehen, raus, Protobelt im schlimmsten Fall und weglaufen. Wenn jemand kommt, dann einfach chillen und Turm hinten. Aber auch so ist es okay, wir kriegen immer einen Top-Turm und kleineren Vorteil durch Verschiebung der Karte. Vor allem für den Topliner von T1, der jetzt in XP wieder aufgeschlossen hat. Und ja, es ist ein klassisches Wir-Chillen-für-Seele-Game jetzt an dem Punkt geworden. Einfach darauf warten, dass gleich Seele gefightet werden muss von Bro, was der erste Teamfight des Games sein wird. Und wenn Bro den nicht gewinnt, ist das Game zu Ende. Und Bro kann ihn eigentlich nicht wirklich gewinnen, denn sie müssen gleich gegen die gefeedete Miss Fortune ran, die bis dahin drei Items haben wird. Aber okay, lass mal nicht den Tag von dem Abend loben. Sie haben überhaupt Double Mana Mune, sie haben dann später Cannon Flank, sie können schon noch gewinnen im Teamfight. Wenn Cannon Crazy Flank kriegt, er nicht rechtzeitig exhausted wird, geht das schon. Aber ich persönlich hätte mehr Angst vor dem Silas Flank, denn er kann Cannon Ult klauen und gegen ihn spielt niemand Exhaust. Die Bros hovern jetzt schon beim Nash und wollen einfach starten. Das ist ein bisschen von dem Playbook von T1. Einfach Nash starten, wenn man behind ist. Aber jetzt schon hat Guma drei Items. Faker hat Teleport, Zeus hat Teleport. Bro wird beide Teleports forcen und dann rausgehen, ne? Kriegen einen Teleport, sind noch nicht am Disengagen. Sehen jetzt aber Faker und T1 ist da und jetzt werden sie Disengagen. Das heißt, der TP, okay, der war mein TP-Flank. Zeus wartet noch im Botnambush auf seinen eigenen TP. Wann wird Zeus TPen? Zeus bitte am liebsten jetzt TPen. Oder gar nicht, nevermind. Cannon ist gleich auf dem Ward drauf. Und Zeus kriegt Bottom. T1 macht's besser. Ich war nervös. Aber das, was T1 gerade macht, ist am besten. Also wir kriegen jetzt einfach Bottom for free. Die Bros haben hier keinen Engage wirklich. Ona lässt sich catchen und das könnte der Engage werden, der unglücklich wäre. Oh nee. Ona ist dead, wenn Cannon flashen möchte. Yep. Oh nein, Kerias. Oh nein, Zeus geht rein. Haben wir eine Ult für Faker? Wir kriegen, okay, die Ult von Faker trifft immer das Schweinchen. Und wer geht noch nebenbei auf Ezreal und das Schweinchen lebt trotzdem. Nein. Nein, tötet doch einfach das Schweinchen. Jetzt ist Faker auch noch dead, oder? Das heißt, er hat keine Corki Ults, Aber Leute, wir kriegen Bot Turret for free. Und dann läuft Owner in das einzige Areal, das wir nicht kontrollieren. Trotzdem, jetzt Zeus wird gierig. Er hat kein Protobelt. Er tut so, als hätte er keine Vision. LOL. LOL. Sehr sexy. Er hat auf beide Vision, aber zu getan, als hätte er keine. Läuft einfach ran und tötet am Ende Envy. Heißt, wir haben jetzt immer noch Überzahlsituation für Drake. Und Zeus chased weiter. Wenn er hier eine E trifft, er hat Ult von Cannon. Oh, Zeus, das ist gierig. Das sind drei Mann, das ist gierig. Er flasht. Oh, das, what are we doing? What are we doing? Ist das geil. Junge, T1 ist so ein wildes Team geworden. Und mit solchen Plays hätten wir letztes Jahr niemals gespielt. Aber es ist echt lustig zum Zugucken. Einfach random immer 1 gegen 3 reinhüpfen. Wer da ist, ist da. Ohne Vision reinjumpen. Let's get it. Aber warum läuft Owner hier Topside raus? Einfach Mitte Botlane rauslaufen. Das Areal, wo wir eben keine Vision halten, war nur der Topside-Jungle. Also Owner macht sich hier selbst sehr angreifbar. Riesiger Fehler, wenn er einfach nichts tut. Kriegen wir Botturm und das war's. Dann ist unser Silas glücklich mit Splitbush für 800 Gold-Turret. Lieben wir. Letztes Schritt ist auch noch Guma mit World Decent Bounty auf seinem Kopf drauf. Er stand ja 2-0, hatte drei Items. Jetzt sterben wir hier unnötigerweise. Zeus respawnt als allerletzter, deswegen, ne, nach seinem Death kriegen wir auch keinen Drachen mehr, sonst hätten wir vielleicht Envy's Death benutzen können, Drake zu forcen. Jetzt guckt auf den Präsidenten. Der Präsident flankt auf Crux. Präsident Polu am Flanken. Lord Morgans Flanks sind schon machen mir Angst genug. Sein Flank ist noch oben drauf, aber er wird gespottet von Zeus. Zeus geht auf ihn rauf. Schönes Ding von Polu mit der Blastcone. Darf überleben. Für den Moment. President Polu survives. Drake. Geist, just du Drake. Holt euch bitte die Seele, Timon. Schläfern wir Envy ein? Wir müssen nicht wirklich. Denn der Mann spielt Cleanse. Einfach Drake. Der Präsident will wieder flanken und er hat auch vielleicht diesmal eher einen Ward vorbereitet für zukünftige Plays rund um Nash. Faker startet Drachen und das ist auch in Ordnung. Einfach Drake machen und glücklich werden mit der Seele. Faker ist 0-0-0, 200er Bounty. Riot, ja. Bounty ist über Farmwerte, ne? Faker ist gut gefarmt, so wird jetzt auch den Drachen. Auch höchstes Level im Game, der Yone, also. Er ist auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll.
Aber sah bisher noch nicht komplett comfortable aus Jon aus mit seinen Ults und seinen Qs. Hätte er durchaus besser spielen können, Fekirinski. Keineswegs schlecht im Game drin, aber auch nicht so gut, wie er hätte sein können. Und ein Ball rollt auf Fade. Fade hat keinen Cleanse, deswegen wieder eingeschläfert. Und er sollte einfach tot sein, ne? Die Blast Cone könnte Fade gerettet haben. Was passiert hier? Fake am Guma von der Seite. Guma könnte einfach reinholen und Fade damit töten. Macht er auch. Fake mit dem ersten Kill. Und damit ein wichtiger Auftakt. 2-0 Corki wird zu 2-1 Corki. Faker wird zu 1-0 Jon. Auch mit Turret fällt parallel zu an Minions. Also mal ein bisschen Gold für Timon. 250 Gold. Nicht so viel mehr hätte kriegen können. Lokale Gold fällt ja weg, aber das globale kriegen alle. 50 Gold pro Kopf. We are chilling. Oh ja, also gefühlt, Bro denkt einfach nur daran, dass sie den gesamten Topside-Jungle kontrollieren würden und einfach nur flanken von dort oben. Und das schaffen sie auch die ganze Zeit, halbwegs zu flanken. Aber diesmal waren sie halt auf Full Vision. Also schon ein bisschen seltsam, dass sie einfach stehen und warten. Aber gut, die Bros sind der 10. an LCK aktuell. Wenn sie einem Play treu bleiben wollen und nicht perfekt vorbereiten, sei ihnen gegönnt. Da ist auf jeden Fall, sagen wir mal, ein bisschen mehr Kulanz dabei bei Misplays. Wenn du 10. bist, dann, well, bist du nicht so hart kritisiert für sowas. Of course, of course. Und die Bros sind ja auch fairerweise okay im Game. 3k Gold behind ist nicht das Ende der Welt, aber vor allem die Seele ist halt terrible. Und Faker ist sehr, sehr gescaled. Warum zur Hölle schon wieder Lord Dominix auf Jon? Kann man das jemand erklären? Hat Juggernaut gestern in Game 1 auch gemacht bei Fnatic und dann in Game 3 hatte ich das Gefühl, also hat es nicht mehr gemacht, hat Infinity Edge gekauft, dass er den Coach einfach so eine Ohrfeige gegeben hat. Aber warum kauft Faker gerade Lord Dominix? Oder Mortal Reminder? Also Mortal Reminder würde ich noch eher verstehen können, aber auch in dem Game nicht wirklich. Die Gegner haben gar keine Heilung. Und Jon macht so viel True und Magic Damage, dass sich Armor Pen einfach nicht so lohnt. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Weil ich gestern bei Humanoid schon scheiße, finde ich heute bei Faker auch scheiße. Ergibt einfach keinen Sinn in meinen Augen. I don't know. Zerildas scaled mit Lethality und Jon kauft keine Lethality. Warum kauft Jon keine Lethality? Well, weil er halt eben keine Armor Pen braucht. Er macht Magic und True Damage. Und deswegen scaled Zerildas auch schlechter. Also es ergibt einfach keinen Sinn. I don't know. Die Jon-Spieler werden etwas wissen, was ich nicht weiß. Ich bilde mir nicht ein, besser sein als Faker oder Humanoid auf Jon. Vielleicht wissen sie einfach mehr als ich über den Champion und ich sollte sie nicht kritisieren, aber sehr oft waren Pro-Player in der Vergangenheit dumm mit Item-Builds. Und Infinity Edge Jon ist einfach 10-mal geiler als ein Champion, der halt so 30-40% nicht physischen Schaden macht, auf dem Armor-Pen kaufen. Naja, who knows. Wo hat Jon True Damage auf seiner E? Wo denkst du, da liegt das Timon diese Season relativ schwach performt? Ja, haben wir schon oft drüber geredet, gibt eine Menge Probleme. Vor allem Burnouts, die haben 50.000 Events, die sie machen müssen, auf 60 Milliarden Kontinenten, also wirklich reisen nach Berlin, reisen nach Saudi-Arabien, haben parallel noch ein Event in China, promoten das Skinlines von Arcana Ari, nicht von Arcana Ari, von Hall of Legends Ari, von den Weltmeister-Skins, 50 Milliarden Events, nie eine Pause. Ist auf jeden Fall ein Problem. Die Meta-Scheiße für Timon, Timon spielt viel schlechter mit dieser Meta. Timon wurde aktiv gedidost, konnte nicht Solo-Kill spielen, nicht scrimmen, für eine lange Zeit, weil die Office gedidost wurde. Riot hat gedacht, das würde mit der Einführung von Vanguard einfach weggehen, war aber nicht der Fall. Daraufhin hat selbst Faker nach 12 Jahren das allererste Mal in seiner Karriere sich beschwert. Habe ich noch nie erlebt, war crazy, dass Faker nach einem Defeat sagt, der Defeat hat sich scheiße angefühlt, weil wir nicht üben konnten. Dann hat vorher immer Faker gesagt, ey, die Gegner waren krass, war immer sehr diplomatisch und auch, wow, bisschen, sagen wir mal, charakterlos, honestly. Viele von Fakers Interviews sind schon sehr charakterlos. Seid einfach diplomatische Sätze, was ja fein ist. Was das erste Mal, dass er es kritisiert hat, was auf jeden Fall mich hat aufhören lassen, weil ich es crazy fand, dass Faker mal ein Defeat nicht so fair fand, weil er halt einfach für Wochen nicht Solo spielen konnte. Und so weiter und so fort. Dann hat Faker und die Boys haben jetzt auch noch mit Kobe zu kämpfen und hohe Erwartungen, bla bla bla. Auf jeden Fall spielt Timon deutlich schlechter, aus vielen Gründen. Und die LCK allgemein ist besser geworden. Vor allem Dammon hat mich begeistert mit dem Ersatz von Lucerton Canyon. Gen.G hat das krasse Superteam aller Zeiten gebaut und CEO spielt hier einen auf, by the way. Hat er noch mal einen Kingslayer? Schade. Aber ja, also Gen.G ist auch um einiges krasser geworden, haben halt wirklich ein Superteam zusammengebaut, die beiden besten Spieler von KT eingekauft, den besten Spieler von Dammon eingekauft, die beiden besten Spieler von Gen.G behalten. Havalife hat die restlichen Reste aufgegobbelt, den besten Spieler aus DOX 2022 geholt. Und dann drei Spieler von Gen.G, die davor zweimal in Folge halt LCK-Meister geworden sind. Das heißt, die Competition ist auch hart geworden in Korea, keine Frage. Und T1 hat auch letztes Jahr bereits gestrauchelt, im Summer Split, mit Fakers Krankheit. Bevor er zurückkam, mit seiner Verletzung meine ich, am Handgelenk. Also ist nicht das erste Mal, dass Timon vor Playoffs strauchelt. Ist ja oftmals so bei vielen Teams, auch bei G2 gefühlt. Am Ende des Jahres kann ein Slump entstehen, wenn du halt immer alles gewinnst und immer ganz oben dabei bist, bist du halt irgendwann nochmal erschöpft. Und ja, einer von vielen Gründen, würde ich sagen. Also ein Zusammenspiel von vielen. Well played auf jeden Fall, eine restliche LCK
diese Liga einfach unfassbar fun macht, auch wenn T1 viel verliert und lange nicht mehr die LCK gewonnen hat, ist die Liga einfach fun zum Zugucken. Allein KT gegen Genji, wenn du Spaß haben willst, guck dir KT Games an. KT Games sind immer lustig. Kann sich nicht vorwerfen, dass du nicht unterhalten wirst, wenn du KT guckst. Hast du einen schönen Tag, glaub mir. Geil, Kuzulki von Zeus. Zylas wird im Late Game auch immer und immer stärker gegen Cannon. Auch hier, dass er bei Basil noch Fade zum Flash und beinahe töten kann, ist geil. Wenn er nochmal hier im Kingslayer hätte, könnte er sogar gegen Envy überleben. Aber ja, auch die Camptex vor macht hier ordentliche Arbeit für T1. Und gleich haben wir den ersten Alarak Fight dieser Series. Hoffentlich auch den letzten der Series. Ich würde gerne in Game 2 von T1 clean gestompt sehen. Faker hat Mortal Reminder, was deutlich mehr Sinn ergibt als Lord Dominix. Lord Dominix würde ich als komplett Troll empfinden, was Humanoid gemacht hat. Mortal Reminder etwas sinnvoller, aber auch nicht toll. Die Gegner haben jetzt nicht so viel Heilung. Blut ist da. Und das war's eigentlich. Shieldpool gibt ja auch kein Lifestyle mehr. Oder willst du mir argumentieren, dass du Rakans Summoner Heal damit debuffst? Nice. Aber ja, Drake Teamfight bahnt sich an. Faker geht schon mal auf Morgan Ham. Er hat gerade eben seine Ult-Kombo komplett gefailt. Und jetzt kriegt er Morgan gut gechunkt. Da muss er aufpassen. Faker, pass auf dein Leben auf. Du wirst gleich angeflasht. Schöne Reaktion wieder vom Goat. Aber jetzt in der Backline hat T1 den Vorteil. Faker könnte sogar Recall TP'en. Warum ult? Was macht er da? Warum ultet er da gerade? Okay, Faker ist komplett wild unterwegs. What is happening? Also das ganze Game ist ja komplett wild unterwegs. Er spielt immer on Knife's Edge, ultet jetzt die Luft. What is happening to Faker? Crazy. Da was dann ein Ult gerade gefettfingert oder so. Jetzt committet er immerhin auf den Rakan. Macht seinen Job dann nicht schlecht. Sollte Polo sterben. Nice. Solan baut mit True Damage, schlachtet Rakan. Und damit gehört auch Elder uns. 5-Mann-Ace. Faker, Disrespect Ult auf den Boden. Brauchte er gar nicht. Ohne holt den Triple Kill und Elder Drake noch gelastet, aber auch der wird nutzlos sein. Wir brauchen keinen Elder, um das Game jetzt zu enden, denn der Gegner lebt nicht mehr. Dem einen sehr langsam, aber mit geiler Draft. Liebe vor allem den Zylas 10th Pick, das ist eine tolle Antwort in Cannon rein. Denn wir haben so viele Cannons gesehen, die echt auch terrorisiert haben und dann haben wir immer viel über Exhaust geredet. Hier wurde Cannon sogar gesolo-killed auf Sidelane. Well played, Zeus. Sehr wild, gefühlt T1. Bisschen, ich will nicht sagen befreiter, aber irgendwie so wie ein Tier in die Enge getrieben irgendwie. So mit Champions wie Sylas, Yone, wilde Plays machen, 1 gegen 3 reinhüpfen, Ult in die Luft setzen. Sehr wild. Sehr um sich schlagend. Nicht so kalkuliert mit dem Skalpell wie letztes Jahr, sondern wirklich sehr ferocious vielleicht. Keine Ahnung, wie ihr das beschreiben wollt, aber so fühlt sich ein bisschen an. Weiß nicht, ob ich das beste Adjektiv gefunden habe, aber wir besiegen die Bros in Game 1. Wichtig, Mann. Nachdem wir gegen Nongshim 2-0 verloren haben, den 9. Platz uns ja gegenüber beugen mussten, können wir hoffentlich hier den 10. jetzt schlagen. Sehr wichtig. Coach K. Comer und Tom sitzen auch bereits da. Roach ebenfalls ready, um zu reviewen. Mal sehen, was Comer vorbereitet hat.